heute Morgen mit dem Laptop, weil ich nicht aufgepasst habe und die Druckerfarbe alle war. Dann muss ich halt den Laptop mitnehmen, aber so ist das Leben. Und so ein Leben mit Gott ist echt, in jeder Situation. Ob du dich wohlfühlst, himmelhoch jauchzend bist oder vielleicht auch mal zu Tode betrübt bist. Vielleicht hast du dich gewundert, der Titel Ich, Du und. Ich habe eigentlich noch ein Fragezeichen, Ausrufezeichen und Fragezeichen dahinter, weil das ist ja ziemlich egoistisch für eine christliche Predigt. Ich soll doch gar nicht vorne stehen. Ja, schauen wir mal. Da fehlt ja auch noch was. Und damit will ich eigentlich zum Ausdruck bringen, der Mensch sucht. Das wissen wir alle, es ist in uns hineingelegt, es ist in jedem Menschen hineingelegt, dass der Mensch auf der Suche ist. Jeder, der auch Christ geworden ist, war irgendwann mal auf der Suche. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, vielleicht einige von uns sind auch als Kinder schon gläubig geworden, aber als Christen haben wir auch gesucht. Und der Mensch hört nicht auf zu suchen, bis er irgendwie Ruhe findet im Herzen, bis er Frieden hat, bis er weiß, er ist angekommen. Da muss ich gerade noch unterbrechen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, aber ganz besonders freue ich mich, dass Ulrike nach langer Zeit mal wieder hier ist. Und ich denke, wir sollten sie auch nochmal mit einem Applaus. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Ja, jeder von uns hat gesucht und der Mensch will hoch hinaus. Und ich gehe heute mal in eine andere Ebene und zwar. Wer kennt von euch Tenzing Norgay? Wow! Oder, jetzt wird es vielleicht bekannter, Edmund Hillary. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Beate weiß wahrscheinlich auch, was am 29. Mai 1953 geschah. Das war die Erstbesteigung von Mount Everest. Halleluja! Der Mensch will hoch hinaus. Und das war die Erstbesteigung von Himalaya, 8848 Meter hoch. Alle Achtung, ich meine, drei Geschwister waren gestern um den Plöner See. Das war auf einer Ebene und trotzdem anstrengend. Aber ich stelle mir vor, 8848 Meter, das ist ein, ja, ganz schön heftig, vor allen Dingen, weil das da auch mit der Luft schon sehr knapp wird. Übrigens haben seit dem Datum 8400 Menschen diesen Mount Everest bestiegen. Das ist nicht wenig. Da haben aber auch 300 Menschen ihr Leben bei verloren, weil das ist nicht ganz ohne da hochzuklettern. Faszinierend, also mein höchster Berg, da wird Rolf sich freuen, ist der Preikestol. Preikestol in Norwegen, 604 Meter hoch, ist ja gar nicht so hoch. Heißt aber, der Preikestol heißt der Predigerstuhl. Für mich war das ein besonderer Berg, da mal hoch zu. Das waren wir als Familie mal hoch. Das war natürlich mehr ein Wandern als ein Klettern. Aber es war faszinierend, da oben zu sein. Weil in dem Moment, wo du über die Kante guckst, guckst du 604 Meter senkrecht runter. Das ist ziemlich heftig. Und da unten waren ein paar Schiffe, das waren dann wie Spielzeuge. Also es war ein schönes Erlebnis. Und ich war hinterher auch K.O. Also das war für mich dann okay. Aber wie gesagt, ich wollte auch mal etwas höher hinaus. Am 16 Jahre später, am 21. Juli 1969, was ist da denn geschehen? Mond. Yes! Da waren die ersten Menschen auf dem Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Ich kann mich noch als Kind erinnern, dass da waren wir auch als Familie vorm Schwarz-Weiß-Fernseher und das überhaupt so mitzuerleben, das war damals schon großartig. Da dachte man natürlich, ja, jetzt geht's zum Mars, jetzt geht's ins große Universum. Gott hat uns aber gezeigt, dass das irgendwo begrenzt ist. Wir können zwar schon mal weit gucken, aber das Ende des Universums haben wir bis heute nicht erfasst. Das war eigentlich eher so ein Hüpfer im, im,
dem Universum, was wir da gemacht haben als Menschheit. Und dennoch war es eine technische Leistung, weil bis jetzt haben erst 12 Menschen das geschafft, überhaupt auf dem Mond zu landen. Aber auch heute befinden wir uns in einer Zeit, wo sich sehr, sehr viel verändert. Ob das im Medizinischen ist, technischer Fortschritt, im Internet oder in der Finanzwelt. Was ich sehe, das sind auf der einen Seite ganz tolle Fortschritte, aber auf der anderen Seite sehe ich, dass sich der Charakter von uns Menschen nicht wirklich verändert hat seit Schöpfung der Welt. Es sei denn, und jetzt kommt das Fragezeichen. Was meine ich mit dem Fragezeichen? Bei all den Möglichkeiten, die wir in dieser Welt haben, im Leben haben, haben wir es nicht geschafft, zum Beispiel, dass alle Menschen genug zu essen haben. Das finde ich heftig, dass heute Morgen Menschen hier auf der Welt sind, die hungern. Und zwar nicht wenige, 735 Millionen Menschen leiden an Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Unterernährung. Das beschämt mich und Jesus. Wir selber waren 30 Jahre selbstständige Landwirte. Ich habe immer gedacht, ich mache einen guten Beruf, weil ich Nahrungsmittel produziere. Und auch wir haben wirtschaftlich nicht überlebt. Um das mal so aus meiner Perspektive zu beschreiben, man fühlte sich ausgebeutet, wenn man für 10 Euro ein Kuhkalb verkauft hat, für 10 Euro ein Kuhkalb verkauft hat, oder für 18 Cent ein Liter Milch verkaufen musste, wenn die Kosten 35 Cent sind. Die Bibel erklärt uns, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und das sehen wir, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, durch diese Welt gehen. Seit Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, hat Gott uns die Welt, die Erde, überlassen. Wir haben viel hinbekommen. Wir haben sehr viel hinbekommen, wenn wir, wie gesagt, im medizinischen Bereich gucken, Produktionstechnik sehen. Alle 12 Minuten läuft in den Fabriken ein Auto vom Band. Oder die Reisemöglichkeiten. Freitag waren wir auf dem Flugplatz, um Achim abzuholen. Das fasziniert mich auf dem Flugplatz, diese Logistik, was da heute schon möglich ist. Und dennoch gibt es auch immer wieder Aussätze. Oder im Bereich Kommunikation, WhatsApp und Co. macht vieles, vieles möglich. Aber mir kommt es vor, dass wir einen hohen Preis für all das bezahlen. Die Missachtung Gottes und seiner liebevollen Regeln, die 10 Gebote, sorgt für schreiende Ungerechtigkeit. Gar nicht zu sprechen von Sklaverei, Unterdrückung indigener Völker, Kriege oder auch in der heutigen Zeit häusliche Gewalt sind Themen, die wir aus unserer Menschheitsgeschichte nicht ausklammern dürfen und sollen. Die Antwort dafür haben wir als gläubige Christen. Und die heißt Jesus, das Wort Gottes, die Bibel und der Heilige Geist. Wir haben die Schlüssel dafür in der Hand. Ob wir das erkennen oder nicht. Nun wollen wir einmal einige Antworten aus der Bibel betrachten. Und dazu möchte ich nochmal beten. Danke, Andi, für dein Gebet, aber Gebet können wir gar nicht genug haben. Jesus, ich bete, du sprichst durch dein Wort, Herr, ich bete, dass du durch die Verse, die wir gleich aus deinem Wort zitieren werden, direkt in unsere Herzen sprichst, Herr, dass wir berührt werden von deiner Gegenwart, Herr. Herr, das ist so, wenn dein Wort, deine Bibel mit dem Heiligen Geist durchtränkt ist, dann wird unser Herz erreicht und es bewirkt etwas in uns, Herr. Du hast gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt und ich bete, dass das hier heute Morgen wachsen wird und Herr, dass etwas Großartiges aus deinem Wort wieder geschieht, Herr. Wir dürfen das schon so oft erleben und wollen das auch heute Morgen erleben, Herr. Danke, dass du hier mit uns bist. Amen. Ich bringe ein Wort aus Sprüche 4,20. Und die Sprichwörter, die sind
fantastisch. Also wenn du mal Langeweile hast, lies mal die Sprichwörter. Das sind knackige Wahrheiten, die dir im Leben schon oft vielleicht hier und da begegnet sind. Aber jetzt heute mal Sprüche 24. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von falschem Gerede. Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist, und geh geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Halleluja, das sind kräftige Worte. Und ja, wenn Gott sowas sagt, hör gut zu, dann wollen wir auch zuhören. Das sind einfach tolle Lebensweisheiten, die Gott da für uns bereit hält. Und diese Weisheiten, die hören sich auch noch richtig an. Wenn wir darüber nachdenken, dann weißt du im Herzen, Gott hat recht. Ob ich das immer so sehe, das ist die eine Sache, aber Gott hat eigentlich recht. Und jeder von uns kennt diese gedanklichen Kämpfe, Gott anzuzweifeln, ist das wirklich von Gott? Meint er das denn wirklich gut mit mir? Er meint es gut. Er hat recht und er ist auch gerecht. Und auch wenn wir das nicht immer sehen und verstehen oder so empfinden. Mein Spruch dazu, die Geschichten mit Gott sind noch nicht zu Ende. Auch die Geschichte mit deinem Leben, mit dir, ist noch nicht zu Ende. Er hat nämlich einen Plan mit dir und mit deinem Leben. Und da bist du noch nicht am Ende angekommen, sondern wir sind alle mittendrin. Die Geschichten mit Gott sind noch nicht zu Ende, sagt aus, dass Gott sich noch offenbaren wird, sich zu erkennen geben wird. Und das kann plötzlich sein. Er kann plötzlich in dein Leben kommen. Es kann sich plötzlich etwas ändern in deinem Leben. Oder das kann auch manchmal sehr lange dauern. Und das hat auch seinen Grund, weil du und ich noch reifen müssen oder er mit uns Geduld trainiert. Wolfgang. Sorry, ich habe immer, bei jedem Wort habe ich immer bestimmte Personen vor mir. Das muss auch mal raus. Er trainiert uns. Und das ist gut so. Matthäus 16, 13 sagt, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschen so? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia. Oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Und da frage ich uns auch, für wen halten wir Jesus? Ich glaube, hier würde jeder die richtige Antwort wissen. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Amen. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus, und das sagt er hier auch zu dir. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Sonst würde diese Gemeinde schon überquillen, weil jeder von uns hat sich auch erst schwer getan, sich auf Gott und auf Jesus einzulassen. Jesus sagt weiter, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus gibt Petrus den Schlüssel für Gemeinde. Das Himmlische, und das Himmlische, da meint die Bibel mit, außerhalb unseres Universums, schickt Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt.
In unsere gefallene Welt hat er Jesus gesandt. Und der Schlüssel wird an Petrus, der ganz Mensch ist, weitergegeben. Und diese Geschichte, die geht bis hin zur Hafenkirche Brunsbüttel. Ist dir das bewusst, dass wir aus der Generation hervorgegangen sind, aus der Petrus-Generation, dass wir diese Gemeinde, Gott seine Gemeinde, weiter baut. Und da muss ich nochmal so ein kleines Beispiel aus Gottes Schöpfung einbringen. Und zwar dem Monarchfalter. Schon mal jemand von dem Schmetterling gehört? Ja. Sehr gut. Die fliegen von Mexiko bis nach Kanada und zurück. Aber, jetzt kommt das Faszinierende, jetzt kommt Gottes Schöpfung ins Spiel. Nicht über eine Generation, das braucht vier Generationen, um von Mexiko nach Kanada und zurück zu fliegen. Ist das nicht heftig? Wer bringt ihnen das wohl bei? Gott. Amen. Das ist für mich so eine Offenbarung Gottes. Die Wissenschaftler wissen bis heute nicht, wie das funktioniert. Sich an der Sonne orientieren, wenn der Himmel bedeckt ist, funktioniert nicht. Magnetfelder, auch da gibt es keine Antworten. Auch vor allen Dingen das über Generationen weiterzugehen. Aber wenn wir in die Tierwelt gucken, das fasziniert mich gerade in letzter Zeit auch. Wenn wir in die Natur gucken, wie oft sich Gott da verherrlicht in der Tierwelt. Aber das ist gerade so ein Schmetterling, der von seiner Kraft, von seinem Leben her, der könnte diese Distanz gar nicht fliegen. Und da haben sie festgestellt, dass es ist eine bestimmte Population. Also diesen Monarchfalter, der hat sich mittlerweile sehr weit ausgebreitet. Aber eben eine Population, da haben sie nachgewiesen, dass die eben von Mexiko, von einem Ort, und da treffen sich alle innerhalb von 20 Hektar, sollen die sehen. Also da ist eine wahre Flut von diesen Schmetterling, die dann natürlich sich auf den Weg machen und vier Generationen später kommen die Nachfahren zurück. Also ich finde das faszinierend. Nun wollen wir nochmal zurück zu Petrus. Warum Petrus? Was charakterisiert eigentlich Petrus? Warum Jesus ihm die Schlüssel dafür gegeben hat? Er war ein Fischer, war ganz einfach. Da stand gar kein Passwort drauf. Der hatte sogar Jesus verleugnet. In Lukas 2, 34, 22, 34, sagt er, heute noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Das ist krass. Jesus so zu verleugnen. Und er hat ihn verleugnet, obwohl er 3 Jahre mit ihm sehr intensiv zusammen war. Der war nicht irgendwo eine Randerscheinung, sondern der gehörte zum engsten Kreis um Jesus. Der hat alles gesehen, was Jesus getan hat. Er ist selber auf dem Wasser gelaufen. Er hat gesehen, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde. Er war auf dem Berg der Verklärung und alle anderen Wunder hat er wahrscheinlich auch mitgesehen. Das hat mich fasziniert. Warum nennt er Petrus? Als die Schweden hier waren, wer kann sich noch erinnern an die Tage mit den Schweden hier? War das nicht eine geniale Zeit? Hat Gott da in euer Herz gesprochen? Bei mir ist etwas hängen geblieben, das mir bis heute nachgeht. Und da möchte ich auch vor allen Dingen Ari und Benny danken, dass ihr nach Schweden wollt und die Gemeinde besuchen wollt, den Kontakt. Bringt ganz liebe Grüße damit hin. Weil ich glaube, Gott wird euch da richtig antatschen. Ihr werdet verändert zurückkommen, wenn ihr so einen Weg geht. Amen. Neben mir ist etwas groß geworden. Der Christa, der hat ja das ganze Spektrum des christlichen Lebens abgedeckt in den fünf, sechs Tagen. Aber ein Vers ist für mich ein Satz. Das ist nicht nur ein Bibelvers, ist ein Satz, den er gebracht hat. Er hat gefragt, bist du verfügbar? Bist du verfügbar als Jünger Jesu? Das hat was ausgelöst in mir. Bin ich wirklich verfügbar oder bin ich nur mal Christ,
wie es mir gerade passt. Heute habe ich mal Lust. Heute nicht. Jesus fragt dich, bist du verfügbar? Manchmal zu Zeiten und manchmal auch zu Unzeiten. Und da möchte ich ein bisschen Zeugnis geben aus unserem Leben. Wir haben auch schon einiges mit Jesus erlebt. Und ich war ja mal Gemeindeleiter in Wilsner ein paar Jahre. Und da wurde ich auch herausgefordert. Abends um 8 lag ich richtig schön. Ich hatte mal einen freien Abend, schön auf dem Sofa. Und da ging das Telefon, da bin ich rangegangen. Und da fragt mich jemand, du, wir haben hier gerade Hauskreis, hier möchte sich jemand taufen lassen. Nicht irgendwann, jetzt. Um 9 standen wir in der Elbe zum Taufen. Ich kannte die Person natürlich, ich wusste, um wen es ging. Ja. Und das war einfach gesegnet. Wisst ihr, manchmal, der Heilige Geist, der arbeitet nicht nach unserer Uhr, der hat seine eigene Uhr. Und dann heißt es, bist du verfügbar. Und ich glaube, da ist ein Geheimnis drin, da ist ein Schlüssel drin fürs Reich Gottes, dass wir verfügbar sind. Übrigens, ich muss Andi nochmal widersprechen, tut mir leid. Du sagtest, wir sind Gäste bei Jesus. Jetzt kommt Epheser 4, 19 bis 22, hatte ich schon vorbereitet, tut mir leid. Denn da steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halleluja! Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Das sind wir. Durch ihn werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Gemeinde ist etwas sehr, sehr Wertvolles vor Gott. Und wenn du oder ihr seid alle Teil dieser Gemeinde und wir wünschen uns, dass die Familie wächst, dass wir dieses Vorrecht, und das trifft auch mit der Identitätslehre zusammen, die wir immer wieder hören, wir haben ein ganz großes Privileg, für und mit Jesus in Gemeinde tätig zu sein. Und das ist vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend. Also ich bin seit 25 Jahren dabei. Ich habe noch nie erlebt, dass es langweilig ist, sondern von Sonntag zu Sonntag gibt es immer irgendwelche neuen Geschichten mit Gott. Gemeinde ist Gottes Plan und Absicht. Als ich vor 25, und da gebe ich jetzt noch ein bisschen Zeugnis von meinem Leben, als ich so vor 25 Jahren Christ wurde, da hatte ich etwa ein Brennen in mir. Ich wollte ein Jünger Jesu werden. Und das war auch etwas, was der Christ aus Schweden sagte. Nicht jeder, der zum Glauben kommt, möchte ein Jünger Jesu werden. Aber ich möchte es, ich wollte es damals und will es immer noch. Und ich glaube, die meisten von euch wollen das auch im Herzen. Sonst würden sie sich nicht immer wieder aufmachen und für Jesus unterwegs sein, sozusagen. Aber wie sollte das gehen mit Jünger werden? Ich war zum Glauben gekommen, von der Kirche abgelehnt und missverstanden. Aber Elke und ich, wir waren verfügbar für Jesus. Wir waren verfügbar für Jesus. Wie oft haben wir unsere Arbeit liegen lassen, um für Gott etwas zu tun? Da hatte ich schon gesagt, das war nur mal so ein Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Und wie sollte das jetzt gehen mit Jüngerschaft? Nicht nur in Theorie. Erstens, Jesus ist der Schlüssel. Er ist der Schlüssel. Er legt dieses Verlangen in dich hinein und in mich hinein. Johannes 14, 6, ihr wisst das, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne Jesus funktioniert das nicht. Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das muss uns bei allem, was wir für Jesus tun, immer wieder bewusst sein, dass wir ohne Jesus, ist das umsonst, brauchen wir umsonst. Aber mit Jesus wird es Frucht bringen. Also, erster Schlüssel, Jesus. Genau. Zweiter Schlüssel, Jüngerschaft. Ich
nenne es heute nochmal und benenne es auch nochmal wieder, verfügbar sein. Ich denke da an die 12 Jünger Jesu, die 3 Jahre ganz und gar mit Jesus unterwegs waren, bevor sie als Apostel eingesetzt waren. Aber das ging ja weiter. Ihr kennt die Geschichten mit den 72. Aber es geht auch nicht immer nur um Menge, sondern Paulus hat zum Beispiel in Timotheus jemanden gefunden, den er auch den Glauben weitergab. Es geht auch um einzelne Personen. In 1. Timotheus 1, Vers 2 steht zum Beispiel: Ich grüße dich, lieber Timotheus, du hast durch mich zum Glauben gefunden und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus und Timotheus, wenn du die Geschichte mal dir näher anguckst, Timotheus hat Paulus als Vorbild. Hast du persönlich ein Vorbild im Glauben? Und da meine ich nicht die tollen Internetprediger, die wir alle kennen und sehen, sondern jemanden, den du Auge in Auge gucken kannst, mit dem du dich austauschen kannst, mit dem du den Glauben leben kannst. Konkret hier unter uns. Auch jemand, der vielleicht in dein Leben hineinsprechen kann. Das ist unbequem vielleicht, aber es bringt uns weiter. Das geschieht in konkreten Begegnungen in deiner Gemeinde, hier in der Hafenkirche. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, und das gilt eigentlich nicht für die, die hier sind, sondern eher für die Online-Schauer, wer ist eigentlich deine Gemeinde? Wer ist deine Kirche? Wo ist deine Kirche? Wer ist eigentlich dein Pastor? Kannst du das benennen? Wer soll auf deiner Beerdigung predigen? Das sind für mich konkrete Fragen, wo etwas vom Glauben her konkret wird. Da eiern wir nicht rum, sondern es wird konkret. Ich nenne euch aus meinem Leben einen Namen, der für mich ganz konkret relevant war. Zumindest in einem ganz wichtigen Abschnitt für mich, für mein Leben. Das war Rainer Schubert. Da haben wir 1998 bis 2002, das sind 5 Jahre, bei ihm im Wohnzimmer eine Bibelschule gemacht, Fernbibelschule. Und das war nicht nur, oh, wir sitzen mal ein bisschen toll zusammen, sondern da ging es um wirkliche Jüngerschaft. Gott wusste, ich wollte etwas mit Jüngerschaft. Ich fand keine Gemeinde, die eine Jüngerschaftsausbildung angeboten hat. Aber Gott wusste es und hat mir das zukommen lassen, oder uns das zukommen lassen. Wir sind mit 8 Leuten diese Bibelschule gestartet. 5 haben es nachher vollendet. Ich war auch dabei. Und da ging es um folgende Fragen. Und die will ich euch mal so stichpunktartig mitgeben, weil ich glaube, das sind wichtige Themen für jeden Christen. Fundamente des Glaubens. Wer ist Jesus wirklich? Sich mit Christus wirklich mal zu beschäftigen. Zum Beispiel den Hebräerbrief da mal intensiv zu studieren. Sich mal mit dem Alten Testament, mit dem Alten Bund wirklich intensiv beschäftigen. Mit dem Neuen Testament natürlich. Sich mit den Evangelien auseinandersetzen. 4 Evangelien. Die Apostelgeschichte, die Briefe. Sich da mal wirklich mit auseinandersetzen. Ein Block war Lobpreis und Anbetung. Ist ganz wichtig. Vor Gott ein Lebensstil der Anbetung führen. Und das ist nicht nur Lobpreislieder singen, sondern weit darüber hinaus. Ein übernatürliches Leben führen. Das heißt, ein Leben aus Glauben. Manchmal Dinge, Schritte gehen, wo du das Ziel noch nicht sehen kannst, aber du weißt, dass es von Gott ist und er wird es sehen. Und auch eine neue Generation erreichen. Es hört mit uns nicht auf. Und das ist die größte Aufgabe in unserer Gemeinde, eine neue Generation erreichen. Evangelisation. Möchte ich dich einladen, wenn das für dich ein Reizthema ist, probier das mal aus. Anni und Karin gehen nächste Woche auf Wacken. Und Achim, schließ dich dem mal an und mach mal Straßenevangelisation. Halleluja!
Das ist eine Herausforderung. Für mich war das das erste Mal sehr befremdlich, aber es bringt uns weiter, wenn wir da uns über unseren Schatten sprechen. Ein Thema war biblische Ältestenschaft. Gemeinde wird nicht irgendwie so labberig, blub, 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 das entwickelt sich, sondern da ist Gott setzt Ältestenschaft ein und die hat Verantwortung vor Gott und muss auch vor der Gemeinde ihr Rechenschaft sozusagen abgeben und auch Wegweisung für die Gemeinde geben. Das ist von Gott so eingesetzt. Hirtendienst gehört auch dazu. Ich weiß, dass wir in jedem Bereich, das gilt für mich ganz besonders, noch wachsen dürfen. Aber es war für mich gut, sich mal wieder daran zu erinnern, was Gott eigentlich so in mich hineingelegt hat, was ich lernen durfte. Dann zum Beispiel Wüstenzeiten. Bei Gott geht, du bist als Christ nicht im Steilflug unterwegs. Manchmal heißt es warten, Geduld haben. Es gibt diese Kairos-Momente und die spürt man. Wenn Gott Momente freischaltet, wenn die Gemeinde einen Schritt gehen soll, wenn etwas gemacht werden soll, es sind Kairos-Momente. Und dazwischen gibt es Wüstenzeiten, wo du manchmal drohst zu verhungern, geistlich, aber dennoch wächst du da. Gehört zum Christsein dazu. Entwicklung von Leitern. Leiter oder Verantwortliche in der Gemeinde fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie haben einerseits eine Begabung, aber passt der Charakter dazu. Gott legt ganz viel Wert auf deinen und meinen Charakter. Deswegen werden Leiter entwickelt. Dann Versöhnung, ganz großes Thema. Vergebung. Untereinander hier in der Gemeinde, in den Familien sowieso. Und ein Lebensstil der Versöhnung führen. Und dann, das fand ich am faszinierendsten für mich, wir wurden gelehrt über Gemeindegründung. Das haben wir nicht nur, das war nicht nur Theorie, wir haben es parallel damals in Wilster durchlebt und hier durften wir das nochmal in Brunsbüttel durchleben. Das war eine Riesenfreude, dass das Wort Gottes lebendig wurde und wir das mit Leben füllen durften. Das hieß aber auch so ziemlich jede Woche verbindlich 5 Jahre lang zur Bibelschule gehen und sehen, wie Gott die Dinge in meinem oder in unserem Leben umgesetzt hat. Und am Ende des Tages mussten wir feststellen, oder muss ich heute feststellen, jo, alles richtig, aber da geht noch mehr. Und das ist unser Weg. Und für mich auch faszinierend bei diesen Rückblick sozusagen, Elke und ich waren immer eins. Wisst ihr, was das bedeutet? Eins sein. In eine Richtung ziehen. Nicht jeder fusselt mit seiner Meinung durch die Gegend, sondern man ist eins. Und das stelle ich hier in der Gemeinde auch fest. Gott fügt hier eine Einheit. Und das ist ein Kairos-Moment, ein göttlicher Moment, wo das geschieht. Und das sollten wir alle drauf achten und reagieren. Gott hat einiges mit uns und mit dir auch umgesetzt. Und ich weiß, da ist noch Luft nach oben. Möchte ich einladen auf deine Gemeinde, dass du aktiver Teil dieser oder deiner Gemeinde bist. Vielleicht ist es auch mal eine Zeit, eine Zweierschaft zu machen. Was ist überhaupt Zweierschaft? Das ist hier in der Gemeinde eigentlich ein Fremdwort. Aber das war eine Zeit lang, also das werdet ihr im Laufe der Gemeindeleben sowieso erfahren, dass es immer mal wieder Schwerpunkte so in Gemeindeabschnitten gibt. Und eine Zweierschaft war für mich mal ganz wichtig, auch für mein Wachstum. Ich hatte jemanden, mit dem ich mich getroffen habe, und zwar in mehreren Ebenen sozusagen. Einer, der schon erfahren im Glauben war, von dem ich gelernt habe, mit dem ich mich wöchentlich getroffen habe, gebetet habe, in der Bibel geguckt habe. Und dann hatte ich auch eine Zeit, wir haben ungefähr 20 Jahre bei uns zu Hause Hauskreis gemacht. Und da haben wir als Hauskreis natürlich auch alle Höhen und alle Tiefen durchlebt. Das ist so im Hauskreis. Eine Frucht war davon, dass aus dem Hauskreis letztendlich 5 Hauskreise wurden. Das war einfach eine tolle Erfahrung.
Aber wir haben auch Wüstenzeiten erlebt, das Hauskreis. Da ging jahrelang nichts. Da ging gar nichts mehr. Wisst ihr, wie stupide das war, wie anstrengend Hauskreis war? Ein Beispiel war, wir hatten einen Bruder bei uns im Hauskreis. Ja, für uns war immer wichtig Lehre, Lobpreis und Gebet. Aber der Bruder betete nicht. Wir haben immer Wert auf Gebetsgemeinschaft gelegt, dass jeder mitbetet. Aber die Person, wenn es um Gebet ging, saß so da. Was meint ihr, welche Auswirkung das für die ganze Truppe hat? Das bremste den ganzen Hauskreis aus. Das war eine faszinierende Erfahrung. Da habe ich Folgendes gemacht. Mit dem Mann habe ich mich getroffen. Letztendlich über 2 Jahre. Jede Woche, jeden Dienstag. Gab es Haribo-Bärchen, Kaffee, Bibelarbeit und Gespräch und Gebet. Die erste Zeit fing ich alleine an zu beten. Aber irgendwann löste sich sein Herz. Er hat nachher mehr gebetet wie ich, er hat mehr Hauskreisarbeit gemacht wie ich und hat einen tollen Weg mit Jesus ist er gegangen. Aber das ist manchmal, und da für ihn war diese Zweierschaft, da zählen wir heute beide noch von, das war nicht nur für ihn wichtig, das war auch für mich eine sehr wichtige Lektion. Und wenn du das auf dem Herzen hast, sei mutig, such dir jemanden. Und vielleicht nicht unbedingt aus der Familie, sondern jemanden, den du noch gar nicht so gut kennst in der Gemeinde. Und verbring mit dem, das muss gar nicht so lang sein, 1 Stunde gezielt treffen und da Fullpack gehen. Ich finde das hier, Ari und Benni, ihr macht das ganz hervorragend. Vorbildlich für mich. Sehr gut. Ich sehe das. Ja, unregelmäßig. Komm noch. Matthäus 16, 19 sagt, ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Also, es ist wichtig, dass wir auch gute Gedanken und Worte da finden und das aussprechen. Ganz zum Schluss möchte ich euch mit 1. Thessalonicher noch mal ein paar Verse bringen. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und auch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Und da meine ich auch ganz besonders, dass die Gemeinde auch Nadine und Achim, tragt sie im Gebet. Sie haben eine Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du dich mal in die Lage versetzt hast, für eine Gemeinde die Verantwortung zu haben, wo ganz viele Meinungen auf dich einstürzen und du am liebsten allen gerecht werden sollst, du dich aber nach Gott ausrichten musst. Sie brauchen Gebet, sie brauchen unser Gebet, sie brauchen unsere Fürsprache. Vielleicht kannst du auch mal Lob aussprechen, weil Lob ist, bewegt etwas. Achtet auf sie. Steht da. Ehrt sie in Liebe und umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Auch das ist etwas, wo Gemeinden aufpassen müssen. Die schon länger dabei waren, die haben schon mal miterlebt, dass eine Gemeinde sich spaltet. Das passiert ja nicht erst dann, wenn die Spaltung vollzogen ist. Da passiert im Vorwege ganz, ganz viel. Und wenn solche Risse drohen aufzubrechen, dann gilt es, da Frieden zu stoppen, das zu erkennen und gegen zu reagieren. Jesus fordert uns dazu auf. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen. Seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach. Füreinander und für jedermann. Und jetzt seid alle fröhlich, alle Zeiten fröhlich. Halleluja! Noch ein Schlüssel. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar, ist auch ein Schlüssel, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
Den Geist löscht nicht aus. Ruach. Wir haben es gesungen. Denn der Buchstabe tötet. Wenn du die Bibel die Leute nur um die Ohren haust, ohne den Heiligen Geist, dann hast du eine tote Botschaft. Aber wenn das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann kommt da Leben rein. Power, Kraft. Prophetische Rede verachtet nicht. Übrigens, die Predigt muss natürlich heißen, nicht ich, du und Punkt, 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 sondern Jesus, du und auch ich. Das wäre der richtige Titel für die Predigt gewesen. Halleluja! Halleluja. Lukas 10, 27, ganz zum Schluss. Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Da kommt der Predigtitel nochmal zum Ausdruck. Ich liebe ja den Expresso der Bibel immer. Also es gibt Verse, die ziehen eine Botschaft aus der ganzen Bibel in einem Vers zusammen. Und da gehört dieser auch zu, dass du Gott vom ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein lieben sollst, den Nächsten wie dich selbst. Da sind übrigens alle 10 Gebote drin. Das alles, eigentlich ist da die ganze Botschaft der Bibel drin. Und mit der Botschaft möchte ich dich entlassen und dich einladen, weiterhin Jüngerschaft selber einer zu sein. Seid ihr schon. Aber auch Jünger zu machen. Und ich glaube, das ist ein Kapitel, was vor uns liegt, auch im nächsten Abschnitt, dass wir bewusster noch jünger machen. Das heißt, uns um Einzelne kümmern, dass sie in diese Jüngerschaft hineinkommt. Das passiert nicht von alleine, sondern es braucht unsere... Gott hat uns das, Jesus hat uns das anvertraut und wir dürfen das weitergeben. Halleluja! Ich möchte noch einmal beten. Jesus, du hast Petrus die Schlüssel für das Reich Gottes gegeben, hier auf Erden, Herr. Du hast es auch uns hier in Brunsbüttel als Hafenkirche anvertraut, die Schlüssel für das Reich Gottes. Und ich bete, dass wir das ergreifen, dass wir dich auf dich hören, Jesus, dass wir ja nicht nur selber Jünger sind, werden und sind, sondern dass wir selber auch Jünger machen, Herr, und dass wir das Ganze mit Leben füllen, was du uns hier anvertraut hast. Und so danke ich dir jetzt ja, für diesen Gottesdienst, für dein Wort, für die Kraft, die du uns gibst und ja, für all das, die Gaben, die hier hineingelegt sind in diese Gemeinde, Herr. Du hast schon alles gegeben und wir wollen das ergreifen, was du mit uns vorhast. In Jesu Namen. Amen.